Die ersten Wagemutigen haben sich hier schon in den Beiwagen von der Ural getraut. Unter anderem der Erik Peters, den ihr vielleicht aus Abenteuer Nordamerika kennt. Gerade ist die zweite DVD der Reise auf den Markt gekommen. Abenteuer Nordamerika Teil 2. Von Alaska bis New York. Wir haben Erik Peters in Köln getroffen, sind mit ihm eine Runde gefahren und haben uns an den Rhein gestellt für ein schönes Interview. Hier erfahrt ihr, wie es eigentlich zu der ganzen Reise Abenteuer Nordamerika gekommen ist und was Erik in Zukunft alles noch so plant. Ja, wir sind gerade schon ein kleines Ründchen durch Köln gefahren. Der Erik und ich sind jetzt hier bei Eiseskälte am Rhein, haben uns hier ein schönes Plätzchen ausgesucht mit herrlichem Ausblick auf unser Kölner Wahrzeichen, den Kölner Dom. Ja, und von Köln aus hast du ja deine ganzen Abenteuer hier schon unternommen. Erzähl mal, jetzt gerade aktuell, warum wir uns treffen, ist die neue DVD von dir, die Abenteuer Nordamerika, der zweite Teil. Erzähl mal überhaupt, wie ist es zu dieser ganzen Geschichte Abenteuer Nordamerika mit dem ersten und dem zweiten Teil? Wie ist es dazu gekommen? Ja, jetzt kommt gerade ein Zug vorbei. Ja, der erste Teil der Reise, der liegt ja mittlerweile schon fast 2 Jahre zurück. Also ich bin im April vorletzten Jahres bin ich nach Mexiko aufgebrochen. Viele fragen immer, wie kriegt man sein Motorrad überhaupt darunter? Das war ja eigentlich total einfach. Ich bin von Düsseldorf aus mit meinem Motorrad zusammen nach Cancun geflogen, an der Karibikküste. Der Motorradtransport, das wird auch gerne gefragt, hat dabei 1.250 € gekostet. Mhm. Ja, und dann war ich in Mexiko und wusste zu dem Zeitpunkt noch gar nicht, was mich alles erwartet. Und vor wenigen Monaten habe ich die Reise dann nach insgesamt 52.000 Kilometern insgesamt durch Nordamerika unterbrochen. Unterbrochen? Warum willst du noch weiterfahren? Ich meine, jetzt hast du ja den nordamerikanischen Kontinent schon so weit durch. Ja, unterbrochen ist relativ. Also die Antwort darauf wird auch zum Schluss in meinem neuen Film gegeben. Ich dachte mir, ja, nach Abenteuer Nordamerika ist eigentlich die logische Konsequenz, Abenteuer Südamerika anzuhängen. Mhm. Wie das genau sich dann gestalten wird, weiß ich noch nicht. Aber im Moment geistert so der Plan in meinem Kopf rum, dass ich sehr, sehr gerne als nächstes außereuropäisches Südamerika in Angriff nehmen will. Mhm. Ja. Und ja, was waren denn auf den beiden Teilen der Nordamerika-Tour so jetzt im Nachhinein, wo das Ganze auch schon eine Weile zurückliegt, was ist dir noch am meisten so im Kopf hängen geblieben oder was hast du von der Reise so an schönsten Erinnerungen mitgebracht? Ja, war natürlich neben den landschaftlichen Highlights, waren es vor allem die Menschen auf der Reise. Also Landschaft kommen wir nachher bestimmt noch zu, die war natürlich der Hammer. Aber vor allem auch, dass ich ja, meine Ängste, die ich vorher hatte und auch die Vorurteile, dass ich die irgendwie verarbeitet habe. Also ich hatte, muss ich zugeben, ziemlichen Schiss wegen Mexiko, wegen den vielen Drogentoten, dass mir da irgendwas passiert. Ich habe mich gefragt, wie machst du das denn, wenn du jetzt alleine unterwegs bist, auch in größeren Städten, und du willst mal einkaufen gehen, lässt du die Klamotten dann die ganze Zeit am Motorrad und so. Ja, und ich hatte natürlich auch gerade, was die USA anbelangt, hatte ich sehr viele Vorurteile, dass die Amis alle dumm, dick und oberflächlich sind. Hab da aber dann schnell festgestellt, dass dem überhaupt nicht so ist. Und ich habe da ganz, ganz tolle Leute kennengelernt. Also das war großartig. Landschaftliche Höhepunkte. Ja, da war vor allem, als ich gestartet bin, nach dem Winter mit dem Motorrad plötzlich so einen Sprung zu machen und in der Karibik zu landen. Und dann Mexiko, der komplette Kulturschock. Dann von dort weiter durchs Hochland von Mexiko, fand ich super geil. Die Baja California, obwohl mir viele Leute gesagt hatten, oh, Baja California, da gibt es nur Sand und Kakteen. Mhm. Aber genau das war halt das, was ich so geil fand, weil man sich da richtig austoben konnte. Der Südwesten der USA, was meiner Meinung nach landschaftlich auf der Erde wirklich ganz schwer zu toppen ist. Jetzt auf der zweiten Reise, ja, die Inseln in British Columbia, die Weite im Yukon, die vielen Gletscher in Alaska, die ich sowohl ja, mit einem Kajak bin ich durch die Gletscherlandschaften gefahren. Ich habe einen Rundflug drüber gemacht. Dann die Einsamkeit weiter oben am Polarmeer. Und was mich auch vor allem richtig fasziniert hat, das war
Weil ich hatte gedacht, wenn wir jetzt nach Kanada und nach Alaska, wenn wir da weiterfahren, wir sind dann durch die großen Prärien gefahren, dass das langweilig wird, dass man dann denkt, oh, jetzt sind keine Berge mehr da, nur noch Wiese, weite Ebene. Aber genau das war das, was dem Alain und mir, der mich auf dem zweiten Teil begleitet hat, was uns so unglaublich gut gefallen hat, dass man da traumhafte Lagerplätze überall gefunden hat, dieser ewig weite Himmel, klasse Sonnenuntergänge. Also in der Gesamtheit war es eigentlich genial. Ich könnte nicht sagen, in ganz Nordamerika, dass da irgendeine Region gewesen ist, die ich langweilig fand. Ich fand zwar auch jetzt zum Beispiel die Neuengland-Staaten fand ich super genial. Die haben mich aber ja doch zu sehr an Europa erinnert. Und deswegen würde ich sagen, wird das hinten anstehen. Aber ansonsten USA, großartiges Motorradreiseland. Ja, du hast zwischen dem ersten und dem zweiten Teil eine Pause drin gehabt. Wie hast du die Pause, die Unterbrechung der Reise genutzt? Wie hast du dich dann auf den zweiten Teil speziell nochmal vorbereitet in der Zeit? Ich meine, du hast in der Zeit natürlich auch deine erste DVD produziert, ja, und auf den Markt gebracht, was schon ziemlich viel Zeit gekostet hat. Aber was waren da noch so die Sachen in der Planung? Bei mir ist es generell so, dass ich eigentlich gar nicht viel Zeit in Planung investiere, weil ich mittlerweile auf Reisen gelernt habe, nicht nur auf Motorradreisen, auch vorher schon, wenn ich mit dem Rucksack durch Südamerika getingelt bin oder so, dass es eh immer anders kommt, als man denkt. Also man steckt da wochenlang in die Planung für ein bestimmtes Ziel, dann kommt man da hin und dann sagen die Leute, das ist total scheiße, da fahr lieber dorthin, da ist es viel cooler. Und so ist es dann halt auch bei meinen Reisen. Du musst dich klar kümmern um die Versicherung vom Motorrad in Nordamerika, so ein paar grundlegende Sachen, die musste ich schon klären, aber ansonsten war mir klar, dass ich mich treiben lasse, ein paar wichtige Ziele auch ansteuern, aber ansonsten so viel wie möglich auf mich zukommen lassen. Was waren denn jetzt auf dem zweiten Teil der Reise so die schönsten Strecken für dich? Die schönsten Strecken, das waren, fällt mir direkt ein, einmal von British Columbia Richtung Yukon hoch, das Cassia Highway. Das ist die Strecke, wo ich auch mit Abstand die meisten Tiere gesehen habe auf der Reise. Also du siehst da wirklich jeden Tag Bären, was das Ganze beim Zelten abends auch noch eine Portion spannender macht. Dann war es an Nummer 1 steht der Dalton Highway entlang der Ölpipeline quasi hoch zu Prudhoe Bay in Alaska, nördlichster Punkt. Da hat mich halt die Einsamkeit fasziniert. Das war einfach der Übergang in die Tundra, das war großartig. Ja, und dann hinterher, wir hatten eben schon mal drüber gesprochen, so von wegen Flexibilität und Pläne ändern. Wir hatten eigentlich geplant, komplett durch Kanada von West nach Ost zu fahren und wollten über den Trans-Canada Highway fahren. Wir haben aber dann auf dem Trans-Canada Highway haben wir sehr schnell festgestellt, dass das ist so, als wenn du über die Autobahn in Deutschland fährst irgendwie. Das hat überhaupt keinen Spaß gemacht. Vor allem, weil die LKWs da wirklich mit 140 an dir vorbeidonnern. Unglaublich. Und dann sind wir von da dann komplett über kleinere Feldwege gefahren und so durch die Prärien durchgeschlängelt. Das war so eines der coolsten Fahrerlebnisse auf jeden Fall. Ja, jetzt gerade der Frühling versteckt sich zwar noch ein bisschen, aber die Vortragssaison ist ja jetzt sozusagen mehr oder weniger rum. Womit vertreibst du dir jetzt im kommenden Frühjahr und im Sommer die Zeit? Natürlich mit Motorradfahren. ich warte natürlich auch darauf, dass es jetzt endlich wieder richtig Spaß macht, Motorrad zu fahren. Die ganz Harten sagen, man fährt bei jedem Wetter, aber sind wir mal ehrlich, das macht keinen richtigen Bock so. Also ich freue mich jetzt, weil ich vor allem in Kürze nach Schottland aufbrechen werde mit dem Motorrad. Das wird mein nächstes Projekt sein. So. Und nach den vielen oder nach den längeren Reisen jetzt außerhalb von Europa freue ich mich jetzt echt mal tierisch darauf, nochmal so vor der Haustür ein bisschen rumzufahren. Jetzt auch nach Polen, in die Masuren wollte ich hoch. Ich wollte nach Polen auch auf ein Motorrad treffen. Also ich werde auch auf einigen Treffen unterwegs sein. Dann ist noch das große Teneré-Treffen in der Schweiz im Sommer. Da werde ich auch noch einen Vortrag halten. Und ansonsten freue ich mich einfach darauf, mit Freunden ein bisschen hier so in der Gegend rumzugurken. Großbritannien ein paar Mal. Und ja, ich lasse einfach vieles auf mich zukommen. Ja.
Wir haben uns den zweiten Teil von Abenteuer Nordamerika für euch schon mal angesehen und wir müssen echt sagen, Erik hat nochmal eine richtige Schippe draufgelegt. Es fällt wirklich schwer, über 102 Minuten ruhig auf dem Sofa sitzen zu bleiben, ohne gleich eigene Reisepläne zu schmieden. Es wechseln sich wirklich ab Motorradfahrer, Romantik mit Motorradabenteuer, Traumstraßen, Traumlandschaften und eine richtig gut erzählte Geschichte. Die ganze DVD könnt ihr euch bei Erik auf der Internetseite www.motorradreisender.de bestellen, kostet 15,95 €, ist von uns auf jeden Fall eine Empfehlung wert. Und wer sich die Zeit, bis der Postbote kommt, noch ein bisschen vertreiben will, der schaut einfach mal bei uns im Nordamerika-Channel. Da gibt es zwei Ausschnitte vom aktuellen Film.